beim Halleschen FC bereiten die Abwehrpatzer für Sorgen. So wie das Wetter, das Heimspiel gegen Duisburg steht vor der Abfiel-Einsatz, aber nicht immer sattelfest. In Zwickau kassierte die HFC-Defensive um Stiepel Wurkur, Lee, 2 Gegentore. Imago-Images: Nicht zum ersten Mal stand die Hintermannschaft des HFC nach dem Gastspiel beim FSV Zwickau, 2:2, am vergangenen Wochenende wegen Unsicherheiten im schon gegen den FC Ingolstadt, 1:1, und gegen den ersten FC Saarbrücken, 1:1, hatte sich Innenverteidiger Sören Redemann folgenreiche die Konsequenz. Am vergangenen Spieltag saß der 24-Jährige zum ersten Mal in dieser Saison und ausgerechnet in seiner Geburtsstadt Zwickau nur auf der. Zwar durfte Redemann schon vor der Pause ins Geschehen eingreifen, Trainer Florian Schnorrenberg schickte ihn für den akut gelbrot gefährdeten Marcel Titschriveru ins Rennen, und eine solide Leistung. Doch Batzer erlaubte sich diesmal ein anderer. Stiepe Woko hatte sich in der 28. Minute im Spielaufbau einen haarsträubenden Ballverlust geleistet, der direkt im 1:2 des FSV durch Manfred Starkemünd Spieler Steckbrief Beuth 13 Beuth Herrens Hallescher FC USA Deutschland Spieler Profil Spieler Steckbrief Woko Stiepe Spieler Steckbrief Woko 23 Woko Stiepe Hallescher FC Kroatien Spieler Profil Spieler Steckbrief Redemann Sören Spieler Steckbrief Redemann 25 Redemann Sören Hallescher FC Deutschland Spieler Profil Spieler Steckbrief Manu Bredon Spieler Steckbrief Manu 28 Manu Bredon Hallescher FC Deutschland Spieler Profil Trainer Steckbrief Schnorrenberg Florian Trainer Steckbrief Schnorrenberg Florian Hallescher FC Deutschland Trainer Steckbrief auf Beuth ist Verlass, und Manu nimmt Fahrt auf das beim HFC. Trotzdem vorsichtiger Optimismus herrscht, liegt vor allem am starken Kompliment an das Team, wie es zurückgekommen ist. Fasste Schnorrenberg die Partie zu Sturmtank Terence Beuth erzielte per Elfmeter das 2:2 und trat später auch noch als Retter auf der Linie. Winterneuzugang Bredon Manu, Torschütze zum 1:0, scheint sich nach anfänglichen Schwierigkeiten immer besser einzufinden und nahm gegen den FSV weiter Fahrt. Dass es trotzdem in den vergangenen 5 Partien ohne Niederlagen nur für einen Sieg gereicht hat, liegt eben an den entscheidenden Patzern in der Defensive, und auch an den teilweise widrigen. Wir hatten zu viele einfache Ballverluste, weil wir bei den schwierigen Bedingungen hinten rausspielen wollten, sagte Schnorren. Heimspiel gegen Duisburg akut gefährdet. In dieser Hinsicht dürfte den HFC auch am kommenden Wochenende ein schwieriges Spiel erwarten, wenn die Heimpartie gegen den MSV Duisburg überhaupt stattfindet. Denn wegen starken Schneefalls ist auch der Rasen im heimischen Erdgassportpark kaum bespielt. Schneemengen sind durch Rasenheizung nicht in den Griff zu kriegen. Entsprechend bestätigte Halles Pressesprecher Lars Töffling dem MDR, die für Samstag geplante Partie sei akut gefährdet. HFW Dritte Liga, Highlights bei Magenta Sport. Beuth im Fokus, erst eiskalt per Elfer, dann artistisch auf der Linie. Alle Videos in der Übersicht.